Hey, was geht? Hier ist Comanche und willkommen zu einer neuen Folge von Alan Wake. In der letzten Folge sind wir hier in der Anstalt stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir folgen mal Dr. Hartman weiter. Der will uns weismachen, dass unsere Frau gestorben ist. Wir glauben denen natürlich nicht. Aber wir spielen mit. Okay, die Türen sind alle zu. Jetzt lesen wir mal. Willkommen in der Cauldron Lake Lodge. Wir sind hier, um Ihnen die spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Bitte beachten Sie jedoch Folgendes. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder, Besucher vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass es nicht Ihre Therapie und oder Kreativphasen stören. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem wenn Sie sich in einem eigenen kreativen Prozess befinden. Haben Sie Geduld. Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativitätsprobleme, die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig einer Behandlung unterziehen. Diese speziell für Sie entwickelte wurde die Bildungstherapie und Ihre beste Methode, der Fluss, funktionieren am besten, wenn Sie aktiv an Ihrer Gestaltung teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, um sie zu stellen. Hier das ist zu. Das ist auch zu. Der Gorilla. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Mein Römer bringt mich um. Ein Sturm zieht auf. Was für ein Sturm! Ich hoffe, er tilgt diesen Ort vom Angesicht der Erde. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter, abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, möchte ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Ellen. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht so wie wir, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner! Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte! Sowas Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Du bist in Ordnung, Tom! Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen! Die Anderson Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Manuskriptseite. Klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartman ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog, und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Tom, hast du Schnaps dabei? Ja, nein. Tut mir leid. Auf der Farm haben wir einen ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Nach eigener Formel. Regionale Zutaten. Medizin. Mach deinen Kopf frei. Dann erinnerst du dich, als würde Mondlicht dein Hirn erhellen. Ah, jetzt sehe ich's erst. Lederflicken am Ellbogen. Nicht gerade Rock'n'Roll! Tom ist einfach verloren! Mehr nicht!
Baba Yaga hat ihn sich auch gekrallt, die verdammte Hexe. Sie hat uns alle benutzt. Uns alle bestohlen. Hat meinen Donner geklaut, diese Hexe. Und meine Raben, das waren, wie hießen sie? Memory and Thought, Hexe. Dir hat sie auch etwas weggenommen, oder? Das ist ihre Art. Oh, wir sind jetzt besser dran. Dieser Ort, der See, verleiht eine Macht. Wenn man ein Schöpfer ist, Künstler, ein Gott. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Ja, genau das meine ich. Sie sorgt dafür, dass es verdreht und falsch erklingt. Frag einfach die Lampenlady. Sie weiß, was dem anderen Schriftsteller zugestoßen ist. Sie hat dich benutzt, Junge. Und du hast es zugelassen. Du hast dir sogar die Tür aufgehalten, nicht wahr? Immer sachte. Ein Stück weit war sie schon auf. Und wessen Schuld ist das? Wir sind moralisch verdorben. Bis ins Mark verseucht. Alt und senil. Das heißt aber nicht, dass er die Tür ganz aufmachen musste, verdammt. Die wissen mehr als wir. So ausgelaugt. Haben die Farm nah am See gebaut. Einem Ort der Macht. Was haben wir da für Feste gefeiert, Mann? Du solltest hingehen und eine Party feiern. Der fette Popolda hat den Verstärker durchs Fenster geworfen. Hat diese Hippie-Tussi am Hinterkopf erwischt. 15 Stiche und eine Gehirnerschütterung. Pop ist jetzt tot. Leukämie. Okay, krass. Stiche, Spitzel und Betäubungsmittel. Ein übler Ort. Ich würde sagen, ich gehe mal. Ich bin müde, Mann. Haben die noch was? So müde. Ich will nach Hause. Okay, ich gehe jetzt mal zurück. Ja, okay, die hat denen auch alles genommen, was denen wichtig ist. Bei uns war es ja die Frau, die sie uns genommen hat. Die Hexe. Barbara Jagger meinten die, glaube ich. Für dich gibt es kein Erwachen. Du kannst einen Albtraum nicht verletzen, denn alle Träume sind nur Einbildung. Sie finden nur in deinem Kopf statt. Und wenn du aufwachst, gibt es sie nicht. Also darfst du nicht aufwachen, denn ich habe jetzt das Sagen und ich will nicht verschwinden. Mein Albtraum ist, dass die Publisher-Leute was beitragen wollen, damit sie sagen können, sie hätten was beigetragen. Dann gibt's plötzlich Fokuhilas, weil die Fokuhilas lustig finden. Aber es sollte gar nicht darum gehen. Und jetzt geht's doch um Fokuhilas. Und wenn eine Szene in Zeitlupe ist, nennen sie es Fokuhila-Time, weil die Umfragewerte sagen, dass die Fokuhila-Time der Bringer ist, um bei der Zielgruppe voll einzuschlagen. Und das meinen die ernst. Die sagen es wie Serienkiller, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Mein Albtraum sind die Autoren. Die wollen, dass alles von den Figuren bis zu den Toastern redet, die ganze Zeit und seinen Gefühlen Ausdruck verleiht. Die halten nicht mehr die Klappe und auch die Autoren halten nicht mehr die Klappe, weil sie auch Gefühle haben und ich muss ihnen zuhören, weil sie keine Angst vor mir haben und alle sollten einfach nur die Klappe halten. Aber ich sehe keine Albträume mehr, denn ich mache denen zu viel Angst. Ich nehme jeden Morgen 2 Pillen und eine zu jeder Mahlzeit. Das macht mich zum schlimmsten Albtraum von allen. Okay, der Typ ist ein bisschen crazy. Okay, schade, wir können nicht raus. Was können wir da lesen? Greatest Dilemma, das fesselnde neue Buch von Dr. Emil Hartmann, Autor des Bestsellers Creative Flow. Es erklärt seinen bahnbrechenden Techniken, Bindungstherapie und der Fluss in seinen eigenen Worten. Jetzt landesweit im Buchhandel erhältlich. Ups. Okay, interessant. Hey, Wake! Tun Sie Dr. Hartmann doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu Ihrem Zimmer.
Okay, alles klar. Die Türen waren versperrt. Hartman und die Schwestern hatten Schlüssel, aber es war unmöglich, an sie ranzukommen. Schade. Aber der Maler ist ja noch draußen. Vielleicht hat er was Neues. Jo Maler, was geht ab? Okay, sieht immer noch sehr schön aus. Aber die sind safe, nicht wir. Hartman wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erstmal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Alles klar. Ja, wir können so tun, als ob wir schreiben. Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Oh oh. Wir müssen das Ruder an uns reißen. Und selbst der Lektor werden. Hartman hatte Probleme mit der Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Der Generator war ausgeschaltet und es gab keinen Schlüssel. Okay, schade, wir brauchen irgendwie den Schlüssel. Okay, Wake. Ja, ich meine, die restlichen haben wir ja untersucht, aber ich guck nochmal. Das ist ja das Xbox-Spiel. Und sonst ist ja das Zimmer von dem Maler. Okay, sonst hat er hier gar nichts. Ich will auch nichts untersuchen oder so. Okay, da ist zu. Da ist auch zu. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal tun so, als ob wir tippen. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wo hat er den verdammten Hammer her? Okay, da scheint es einen Aufstand zu geben oder so. Nicht, dass da Manuskriptseiten gespawnt sind oder so. Ja, scheint aber nicht so. Hier wäre eine Manuskriptseite. Das ist mein Sturm! Ich bin drin! Ist ja schön. Das ist unsere Comeback-Tour, Baby! Okay, die Anderson rasten richtig aus. Die verrückten Alten. Okay, das können wir gar nicht anmachen. So, ich würde sagen, wir gehen mal runter. Haben wir ja gut geschrieben. Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich habe den Schlüssel zum Bürotrakt bei Sinclair gefunden. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptzeichen. Dort bewahrte er sie auf. Tschüss, Hartmanns Büro. Vielleicht sollten Sie mal kurz rauskommen und uns unsere faltigen Windelärsche vermöbeln. Doch so ein hartes Früchtchen sind, Bitch. Ich meine, wir können jetzt, Wir waren auf Tour, Mann. Gab
das ganze Ding untersuchen mit den Schlüssel. Ja, okay, raus können wir jetzt nicht. Können wir vielleicht... Ah, Schloss öffnen. Hier geht es, glaube ich, weiter. Aber oben können wir vielleicht... auch öffnen. Schau mal. Ja, da vorne ist die Tür. Jo, hier können wir rein. Achso, hier. Ja, okay, perfekt. Jo, da können wir nicht rein. Ja, okay, das war verloren wieder. Ach, das wäre jetzt so ein Generalschlüssel, wo wir ja vielleicht überall hin könnten. Wahrscheinlich so. Wo hat er endlich den Hammer her? Ja, okay, es gibt nur einen Weg. Der eine ist auch weg. Ich meine, wir können noch raus. Ja, okay, raus auch nicht. Ja, okay, es gibt nur einen Weg. So, untersuchen wir. Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Hartman hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Okay, krass. Hier sind die Bilder. Da ist glaube ich sein Büro, aber ich gehe glaube ich mal. Hören Sie mich? Ich werde Ihren durchgeknallten Quäkerarsch verklagen! Jo, wir können Barry retten. Barry? Und auch Zeit. Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Er muss flaschen. Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine nein. Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Sie waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Horn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartman erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, haben mich zwei Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um Rose das heimzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Ja, das ist eine harte Bestrafung. Komm schon, Kumpel, wir müssen los. Nice, mit Barry unterwegs, okay. Ja, okay, ich dachte, da vorne wäre Hartmans Büro, aber anscheinend nicht so. Ja, hier haben wir eine Manuskriptseite. Das sind die Bilder, die der Künstler gemacht hat. Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. Okay, krass. Spielen wir mal ab. Also, Mrs. Wick, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig, er... Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Ich... Manchmal wünschte ich fast, Alan würde mir eine scheuern. Denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein, Alan schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit? Naja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der
größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Bruder Lane ist ein interessanter Fall. Er war vollständig blockiert. Und offen gesagt wollte ich ihn schon als nutzlos abschreiben. Nachdem Wake eingetroffen war und angefangen hatte zu schreiben, veränderte sich etwas in Rudolph. Er produziert außergewöhnliche Arbeit von zunehmender Düsternis. Unglücklicherweise reagiert er auf keinerlei Anleitung. Und ich glaube nunmehr, dass er kein Schöpfer ist, sondern vielmehr ein Illustrator, jemand, der die Dinge aufzeichnet. Ich habe die Existenz einer solchen Rolle bislang nicht in Betracht gezogen, geschweige denn, was das bedeuten würde. Aber die Gemälde, die er hervorgebracht hat, sind informativ. Wenigstens ist er leicht zu kontrollieren und nützlich. Ich wünschte, ich könnte das Gleiche über Wake sagen. Es ist frustrierend, dass die besten Subjekte immer so schwierig im Umgang sind. Herr Grasrudel scheint der Künstler zu sein. Sagen, haben wir noch ein Band? Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ich habe Wheelers Spur verfolgt und er kann nur hierher gegangen sein. Das bedeutet, dass Wake wahrscheinlich auch hier ist. Agent Nightingale, Sie befinden sich auf Privatbesitz und ich lasse nicht zu, dass Sie meine Patienten stören. Ach ja, ich kann eine richterliche Anordnung besorgen. Wie würde das Ihrem Patienten gefallen? Oh, ich bin zutiefst von Ihrer ach so beeindruckenden Autorität eingeschüchtert, Agent. Hören Sie, Sie arroganter Snob, wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich dieses Tor einreiße und Sie ein bisschen durch die Gegend prügle? Agent Nightingale, erstens zeichne ich diese Konversation auf, also bedenken Sie Ihre Worte genau. Zweitens, haben Sie keinen Hinterwäldler vor sich, ich kenne das Gesetz. Und wenn Sie einen Richter dazu bewegen können, eine Anordnung zu erlassen, kooperiere ich gern. Aber das werden Sie nicht schaffen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass jede weitere Kommunikation über meinen Anwalt zu laufen hat. Einfach unglaublich. Guten Tag. Ja. Sonst haben wir keinen Band mehr, schade, aber interessant. Hat man schon verrückter Typ. Yo, Barry, zur Zeit. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Freut sich einer. Jo, aber wir nicht. Ich würde mich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. Wir müssen einen Ausweg finden. Uff. Ja, okay, wir haben keine Taschenlampe. Oh, ach so, da ist die Dunkelheit. Ja, moin. Oh, komm schon. Hallo, geht hoch. Hier müssen wir hoch oder müssen wir... Nein, da ist die Dunkelheit. Wir müssen hoch. Aber wir haben die Schlüssel, wir können das Ding anmachen. Oh. Oh mein Gott.
Ja, okay. Nice. Sehr schön. Da kommen wir nicht durch. Komm ich hier durch? Hier kommen wir auch nicht durch. Oh mein Gott, wir müssen runter. Also wir haben keine Taschenlampe. Perfekt. Komm ich hier durch? Auch nicht. Warte, können wir... Oh mein Gott. Also wir schalten nochmal ein. So, und dann laufen wir mal. Vielleicht schaffen wir so Zeitspiel. Oh oh. Okay, wir haben eine Leuchtfackel, sehr schön. Brauchen auf jeden Fall eine Batterie. Warte. Ja, okay, wir müssen die hier einsetzen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Taschenlampe. Fernseher an. Autowerbung. Jo, was geht, chillig. Drift, alles klar. Bestätigte Werbung. Jo, es geht echt Werbung los. Ja. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Komm, einfach Werbung schauen. Perfekt. Ja. Oh oh. Hallo, mach doch mal. Ah, nice. Komm her. Jo, nice, jetzt können wir rüber. Oh, lauf. Wir haben die Kugel, Kugelschier. Ja, Kugel geht's gar nicht mehr. Kugel, komm her. Toro, Toro. Olle. Nice, wir sind draußen. Ich bin hier! Larry, ich komme, ich komme! Larry, ich habe Orientierungsschwäche. Ich schaue mich noch kurz um. Okay, da geht's gar nicht lang. Ja, ich schaue mich nur kurz um. Guck mal, Thermosflaschen. Da lohnt sich doch das schon umschauen. Harry, ich bin gleich da. Ich bin hier drüben. Echt? Aber? Sag bloß. Jesus, haben wir hier gar nichts. Wir haben nicht mal eine Manuskriptseite. Ah, doch, ja. Hat sich wieder nur so ein weißer Stein. Perfekt. Okay, wir gehen mal zu Barry. Dann haben wir hier gar nichts. Ich hab das Auto, aber das Tor ist zu. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Ich habe keine Taschenlampe. Hier, Al! Jo, Ehrenmann. Oh Gott, sieh dir das Haus an, Al! Pass auf! Oh oh. Oh 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 oh.
mein Gott, wir haben nur eine Seite geöffnet. Ja, Barry gleich. Hier machen wir das auch auf. Okay, wir haben 6 Schuss, das ist jetzt natürlich nicht so viel. Ja, aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich würde sagen, haut rein, ciao. Euer Crunchy.